Hallo meine Freunde, hier sind wir stehen geblieben, gestern in der Folge von Mad Max. Und zwar wollten wir den Tank befüllen, das machen wir jetzt nämlich auch gleich. Wir sind nämlich noch dabei, hier in diesem Gebiet noch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht fallen lassen, nicht anzünden, tanken, genau. Wir sind dabei, dieses Gebiet gerade neu zu erkunden und da es hier recht storylastig ist gerade alles, mache ich das mit euch alles zusammen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich denke, das macht am meisten Sinn gerade. Alle anderen Missionen, wie zum Beispiel Schrott sammeln oder so, lassen wir erstmal weg. Ich kann es anzünden und werfen, obwohl das Ding leer ist. Okay, lass mal anzünden hier. Flieg! Okay, es gibt keine Explosion, weil gibt's halt nicht. Wir müssen ein Segel besorgen. Für so ein komisches Windsegelschiff, whatever. Ich hoffe, ich werde nicht schlecht, wenn ich mich so drehe, aber ich find's cool. Yay! Ist immer schön in 4K bei 60 Frames. Rotten Rusties. Klingt ein bisschen wie Rock'n'Roll. Nur anders. Okay, Schwierigkeitsgrad. 5. Sehr geil. Also hier geht auf jeden Fall ein bisschen mehr als sonst. Ganz besonders, weil die alle so recht hohe Punkte haben. Da hinten. Nur Lichter, Lichter. Ein Sniper. Diese Lage haben alle 5, also Schwierigkeitsgrad 5. Bin mal sehr gespannt, wie ich mich hier schlagen werde. Hier um mich herum ist nichts mehr. Ich drehe mir völlig am Rad, wenn ich so dumm durchzoome. Aber so muss es auch sein. Ich muss ja gucken, ob noch was da ist. Einiges hier, ne? Einiges. Ich kann schon hier, geht es ja schon nach Gastown. Oh Gott, Leute, es geht schon nach Gastown. Was ist hier oben zu tun? Ich würde sagen, wir kommen dem Ende des Spiels nahe oder näher. Also ich bin mir sicher, dass wir noch einiges zu tun haben. Es wird schon ein paar Folgen geben. Aber so grundsätzlich denke ich, dass wir, wenn wir uns storymäßig weiter bewegen, ah, ich muss auch diese Lager hier alle machen. Da schon dran nachkommen. Was ist das denn hier? Das Lager. Wird vielleicht ein bisschen schwierig, komplett ohne irgendwelche Gegenstände dabei zu haben. Machen wir unsere Kaiserrolle wieder hier runter. Ich bräuchte halt auch wirklich... jetzt hier, was soll ich sagen, bessere Ausrüstung im Lager von der pinken Tussi. Aber ich glaube, das wird nix. Sehr interessantes Auto hier. Klingt auf jeden Fall wie ein Panzer. Leider kein Nitro Boost. Diese Stange, die so rumwackeln. Ich mag die Physik. Und das Geräusch von dem Auto, das war so kaputt, ey. Auch diese Fehlzündungen aus dem Auspuff sind sehr geil. Neues Fahrzeug. Dann mal reinziehen, was wir da bekommen haben. In unserer Werkstatt geht ja auch was ab. Okay, warte mal. Fahrzeuge hier. Der Metal Grinder, das will mir einfach nicht in den Kopf. Ich verstehe schon den Wert des Häkelns, doch es lässt ja nicht mehr übrig. Einiges lässt nicht für das... Was? Was? Steht da wirklich Häkeln? Häckselns, danke. Ich
habe Häkeln gelesen. Oh, den muss ich auch noch holen, okay. Ich kenne das Fahrzeug, den sollte ich mal mitnehmen. Ja, mir fehlen noch einige Autos. Dammit. Der hat auch einen sehr interessanten Rambock vorne dran. Was sagt denn meine Werkstatt? Irgendwas kann ich hier kaufen. Auspuff. Okay, nice. Wie sieht der aus? Wir hatten jetzt bis jetzt in den Seiten hier. Hm, schön. Höchstgeschwindigkeit um 60% im Vergleich zum Standardauspuff. Nice, einbauen. Ach, unsere Karre ist schon nice hier, also kann mich nicht beschweren. Auch ganz besonders mit den Dreirad vorne drauf. What the fuck? Eine Biografie, von der ich eine Biografie, ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. So, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist mal kurz hier zu Cheat abhauen. Uns da voll equippen und dann wieder zu Pink Eye hoch, weil jetzt komme ich nicht weiter, ey. Brauche auf jeden Fall bessere Ausrüstung, um hier mich durch diese Lage zu kämpfen. Sieht ja alles wieder voll, so muss es sein. Und dann schauen wir da gleich mal wieder hoch, wobei ich könnte direkt hier hin und dann das Lager da machen. Wobei ich sollte vielleicht erstmal die Lage da unten machen, bevor ich mich hier in das nächste Gebiet vorkämpfe. Hm. Ja. Wobei, na doch, ich mache jetzt ein Lager. In der nächsten Folge machen wir die Story weiter. Ich hab Bock auf Lager. Nämlich auf das da unten. Die nächste Mission wäre da oben gewesen, ne? Kann ich da hin? Ne. Das ist noch ein zweites. Achso, das ist ein anderes Gebiet, jetzt sehe ich es erst. Ich liebe mein Dreirad da vorne dran. Aber hier gibt es noch auch einiges zu tun, von daher. So verkehrt ist es wahrscheinlich gar nicht, wenn wir erstmal weitermachen. Muss unbedingt schauen, dass ich meine... Die Panzerung ist eigentlich nicht schlecht oder so. Aber mein Fahrzeug geht immer so schnell drauf, hey. Trotz meines Dreirads da vorne drauf. I want to play a game. Der Rauch sieht auch super sexy aus, finde ich. Wir haben sie echt gut hingekriegt. Verschwindet zwar ein bisschen schnell, aber... Kann man lassen. Die Karre gibt jetzt auch, wie gesagt, besser Stoff, weil wir haben jetzt einen sehr geilen Auspuff von dranhängen an dem Auto. Und das sieht schwer nach Snipern aus. Ich habe leider keine Fässer, die ich wegballern kann.
Ah, cool, ich konnte die Leiter da mit dem Haken runterholen. Das war mir auch nicht bekannt. Cooler Scheiß. Ich würde sagen, das jagen wir in die Luft, oder? Hier nichts an der Kurbel drehen. Oh, vielleicht ein bisschen schlecht geworfen. Schon besser. Ja, sieht gut aus. Sieht schön am Fight aus. Wieder raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Wow. Na komm schon. Damn it. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Wow, wie die abgehen hier. No. Puh, ganz ehrlich, diese Fights machen mich immer ganz schön, an. Not bad, man, not bad. Ich will sie einfach nicht verlieren, das ist alles. Dann nehmen wir diesen Speer damit. Ah, ich dachte, ich kann es auch runterschießen, aber es ging nicht. Auf jeden Fall Lebensenergie. Wieder Feuer machen. Sonst sehen wir irgendwann alt aus hier in dem Spiel. Was habe ich bekommen? Bonuswasser? Ich habe schon diesen Brunnenwasser. So, wir nehmen die Affe wieder mit. Ja, läuft bei mir, oder?
Meint ihr, hier ist noch irgendwo Loot oder so drin? Ja, hier zum Beispiel. Genau, schmeißen wir die... Warum schmeißen wir immer die Waffe weg? So, was für ein Rätsel haben wir diesmal? Oh, keine Ahnung, ey. It's not safe here, okay, alles klar. Safety is such a relative term. Does it even exist now? Yeah, I'm not sure. So, mal schauen, wo uns da der Weg hinführt. Ah ja, okay, jetzt kann ich hier das Ding wahrscheinlich runtertreten. Yep. Immerhin. Drüben schwebt ein Siegen hier rum, okay. Da werden wir schon irgendwie rüberkommen. Snipergewehr. Hallo. Komm, wir gehen mal auf die Fresse jetzt. Komm, block mal nicht so viel. Scheint, als wenn wir den ganzen Shot wirklich auf dem Weg finden, das ist ja mal wirklich selten. So, noch eine Insignie hier, ja, ne? Ne, ist nur rot. Sieht nur so aus, oder? Da ist aber eine. Neben diesem schönen Leichnam. So einmal Schrott, noch 4500 Schrott habe ich schon, ey. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Okay, da geht's mal eine Leiter hoch. Das hätten wir hier in der Ecke. Da kann ich rüber. Ah, okay. Das gesehen, da kann ich mich rüberhangeln. Ich habe genug trinken, sehr gut. Und ist da oben der letzte Schrott noch, das wäre super. Ach, guck mal. Bossfight. Du siehst aber auch fresh aus, Kumpel. Schnauze halten und schön auf die Hand gehen lassen. Das ist jetzt ein sehr harter Bossfight, muss ich sagen. What the fuck, Leute? Nice. Ich würde sagen, ich war vielleicht ein bisschen overpowered für diesen Boss. So, eine Signie fehlt noch, ein Teil Schrott fehlt noch. Das sollten wir da unten finden. So, wir sind auf Level 1 runter. Fucking awesome. Im Good Gash Gebiet. Ja, es war lange überfällig, dass ich immer diese Gebiete sauber mache. Diese Flammen, ey.
Wo sind wir denn? Ah ja, hier. Ja, haben wir schon gut aufgeräumt, ne? Das war der letzte Fleck, der noch hier rot ist, so ein bisschen. Ja, hier gibt es noch einen Leiger. Da gibt es noch aufzuräumen. Ist aber ganz cool so. Also ich bin, wie gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt wird es mal wieder Zeit, hier abzuhauen. Und zwar seilen wir uns jetzt ab in Richtung da. So, wir sehen da drüben eine Insignie und wir sehen da drüben Schrott. Das heißt, wir haben unser Ziel gleich komplett erreicht. Wir haben dieses komplette Lager geleert. Gutgash-Festung klar gemacht. Und die letzte Insignie, Leute. Und dann haben wir es hier auch. That's it. Die große Klinge 100%. Awesome. So, meine Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Reingucken. Ich hoffe, wie immer, es hat euch Spaß gemacht. Mad Max, meiner Meinung nach ein sehr geiles Game. Wird durchgespielt, wird es jeden Tag geben, wie immer. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder reinschaut und einen Daumen nach oben da lasst. Danke fürs Reingucken, weiterhin viel Spaß und noch einen schönen Tag. Egal, was ihr auch gerade macht. Und ist bei euch draußen auch so kalt? Alles klar, es ist Winter. Macht's gut. Ciao.